Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community, hier bei mir dem Chrissy und Stationeers auf dem Marski. Ja, ich hatte mal 15.000 Mol Jetpack, habe nur noch 5.000 Mol und wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause vom Mining. Ich habe ja gesagt, ich mache mal nochmal zwischen den Folgen ein bisschen Mining. Ja, wir sehen, also ich habe ein wenig Zeug gefunden. Wir haben hier natürlich auch noch einiges drin, das habe ich ja ganz vergessen, dass da nichts drin ist, ne? Aber ja, ich glaube, ich meinte, ich hätte hier hinten noch ein paar Erze gesehen. Ja, ein paar Sachen haben wir ja noch, ne? Also wir können auf jeden Fall ein paar Sachen schmelzen. Wir müssen natürlich sowas wie Elektrum und Co. jetzt nochmal von Hand schmelzen, weil jetzt können wir natürlich keinen Ofen bauen. Ja, das ist leider der Fall. Gut, jetzt haben wir hier natürlich erstmal die ganzen Akkus leer gespielt. Die werden wir jetzt erstmal tauschen. Und ja, die können jetzt erstmal laden und in der Zeit können wir ja schon mal anfangen, Material zu verarbeiten. Batteriestand ist sehr gut. Das bedeutet, wir könnten tatsächlich mal ein wenig Wassereis machen. Dass wir halt sicher gehen können, dass wir auch noch genug Wasser haben. Für unsere Pflänzchen das Wassereis machen dauert natürlich immer Tage. Und dementsprechend, ja, können wir hier auch weitermachen mit Oxide. Vorausgesetzt, das funktioniert so, aber ich denke mal schon. Ich habe jetzt auch schon mal noch weiterhin Volatiles mit dazu geholt, weil wir natürlich auch Volatiles brauchen. Okay, was war das für eine Aktion hier? Es kann natürlich sein, dass das unser Trafo war, der hier ein bisschen rumgespackt hat. Weil wir gerade natürlich einiges an KW ziehen. Die beiden ziehen mit 1 KW, die werden wahrscheinlich auch ungefähr 1 KW haben. Ja, dürfte einiges sein. So, wir machen den mal aus. Ein bisschen Strom sparen. 100 Watt ist ja doch schon ordentlich. So. Und das ist zu. Da müssen wir dann jetzt anfangen, Elektrum und Stahl zu schmelzen. Ihr seht, ich habe ein bisschen Eisen mitgebracht. Wir werden 2 große Stacks Stahl machen. Dazu möchte ich aber erstmal hier ein bisschen aufräumen. Also minimal. So, dass wir einfach ein bisschen Übersicht haben, was wir denn jetzt hier überhaupt an Erzen haben. Das ist übrigens unser Werkzeuggürtel, den hatte ich abgelegt, damit wir hier ein bisschen Platz haben im Inventar, weil ihr seht ja, ich habe hier das Inventar auch voll gemacht mit Erzen. Ich hatte ein paar geile Adern, also muss ich ehrlich sagen, ich hatte ein paar geile Adern Gold gefunden, sieht man auch, habe einiges an Gold mitgebracht. Freue ich mich auch drüber, dass das so gut geklappt hat. So, jetzt haben wir hier natürlich keinen Platz mehr drin, aber wir machen das ganz anders. Wir werden dem Sturm überlassen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Ja, also wir sehen ja hier möglicherweise noch Geräte. Hier Mining Drill brauchen wir nicht. Also wenn wir unseren verlieren, haben wir ein Problem. Ja, dann ist es eh egal. Iron Walls brauchen wir nicht mehr. Kann sich der Sturm holen, ist okay. So, Kit Wall. Haben wir da noch welche, mit denen wir stapeln können? Nee, haben wir nicht. Gut. So, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Blei. Ich habe zwischendurch auch ein bisschen Blei gesehen. Habe das aber natürlich nicht abgebaut, weil ich ja wusste, dass wir noch Blei haben. Das könnten wir uns mal hier in unseren Sack stecken. Das sollte man vielleicht tatsächlich mal verwenden irgendwann. Oh, wir müssen aufpassen. Wir müssen filtern, sonst platzt uns der Bottich hier. So. Ja, also Energie sieht gut aus, können wir auf jeden Fall so laufen lassen, ja. So, was haben wir denn hier tatsächlich jetzt mal drin? Wir gucken mal. Habe ich das Rohr schon zum Bersten gebracht? Nein, 10 Megapascal, aber umso besser filtert der natürlich, ist ja klar. Wissen wir ja, Filterstand ist noch gut. Und auch hier, oh, wartet mal, so. 11.000 Mol. Ja, wir haben natürlich einiges gebraucht, ja, ohne Frage. Wir haben natürlich einiges gebraucht an Erzen. An Erzen sei schon an Dings. So, ich würde das gerne mal ein bisschen sortieren hier. Wir haben auf jeden Fall einiges an Eisen. Das habe ich ja schon mal vorbereitet. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sieht gut aus. Da sollten wir auf jeden Fall 2 Stacks machen können. Wir müssen aber eigentlich noch ein bisschen Eisen holen, denn ja, das wir wollen, wenn wir 2 Stacks Eisen machen, dann haben wir noch 2 Stacks Stahl, dann haben wir noch 1 Stack Eisen. Das ist nicht sehr viel.
Wir schleppen natürlich die ganze Zeit hier auch noch den Scheiß mit rum mit dem Nitriteis. Und da bin ich halt am Überlegen, ob wir das wirklich machen wollen. Eigentlich ja nicht. Also das heißt, eigentlich bräuchten wir das Nitriteis nicht. Ich hatte ja mal überlegt eine Zeit lang, dass wir daraus dann Treibstoff machen, Nitrous Oxide, um damit dann unser Dings zu vertüdeln, unsere Combustion-Zentrifuge. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, ich habe eigentlich keinen Bock auf eine Zentrifuge. Also so für mich habe ich das festgestellt. Ich weiß, ihr wollt das alle sehen, ihr wollt so vieles sehen, aber irgendwie so richtig, so richtig cool finde ich das nicht. Silizium habe ich ein bisschen was mitgebracht. Leider ist da nicht so viel da gewesen. Also, keine Ahnung, da habe ich, habe eine so eine große Ader noch gesehen, aber da war mein Kasten hier schon voll. Und was wir jetzt vielleicht als allererstes machen sollten, bevor wir dann wirklich den Ofen bauen, ist tatsächlich die Heißgaserstellung mit Stickstoff, Dings bauen hier mit Wasserstoff. Dazu brauchen wir aber erstmal ein paar Stahlrahmen, die wir da auslegen. Ich weiß nicht, wie viele wir da nehmen. Keine Ahnung. Also hier würde ich das einfach hinterbauen. Die Furnace soll ja dann jetzt hier hin später, ne? So hier irgendwo hin. Und dementsprechend, der Schrank kann ja hier bleiben, die Furnace kann ja hier hin. Also eins weiter nach hinten würde ich es vielleicht machen, noch. Aber wir dürfen die noch nicht abbauen, weil wir brauchen noch Elektrum, wahrscheinlich. Sonst können wir die Furnace nämlich nicht bauen. Wir können ja mal gucken, wo bauen wir die denn eigentlich? Die bauen wir, glaube ich, bauen wir die im Elektroprinter? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne. Advanced Furnace, da ist er. So, also wir bräuchten 6 Gramm Silizium, haben wir 15 Gramm Elektrum. Wir haben, glaube ich, keine 15 Gramm Elektrum mehr. Ach, dieses Ding, das sieht mir ein bisschen auf den Sack, dass der das nicht anzeigt. 15 Gramm Elektrum, hier ist nichts drin. Ach, wo habe ich denn mein Elektrum hingeschmissen? Da, 7 Gramm haben wir noch, okay. Ja, also Elektrum müssen wir auf jeden Fall machen. Und Solder haben wir noch. Also wir brauchen eigentlich nur Elektrum machen. Ja, Elektrum. Dann könnten wir die Furnace bauen. Da brauchen wir aber auch noch elektronische Teile und sowas alles, aber das kriegen wir auch noch hin. Das dürfte kein Problem sein. Wie gesagt, der muss natürlich hier nicht filtern, klar, logischerweise, aber die anderen müssen alle filtern. So, jetzt machen wir hier mal noch die Batterie wieder rein. Nein, falsche Taste gedrückt. So. Dann ist der nämlich auch wieder bereit für die nächsten Schandtaten. Kupfer, Gold haben wir. Wolle-Teils haben wir dann auch erstmal. Also würde ich sagen, bauen wir erstmal die Heißgaserstellung. Dazu brauchen wir Stahl, den haben wir. Wir bauen jetzt erstmal ein paar Rahmen. Wir legen jetzt erstmal 10 Rahmen aus und dann gucken wir mal, wie das da wird. Das ist erstmal jetzt egal. Ne? Bauen wir erstmal ein paar Frames. Wir gehen jetzt nochmal schnell was trinken, während die Frames da tüdeln, weil das ist uns ja egal. Wir brauchen eh viele, deswegen können die ruhig. Ja, wie geht's hier unseren Pflanzen? Ja, also ich würde sagen, erstmal nicht so schlecht. Gucken wir mal nach den neuen Kartoffeln. 8%, ja, ist okay. Was haben die? Oh, 32%, scheiße. Kriegen zu viel Licht ab, aber das, ich verstehe es nicht. Wir machen mal mehr Dunkelphase und noch weniger Licht. So. Ne? Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Voraussetzt, sie verrecken nicht, aber hier steht Thriving Sorwards Fruiting. Also gehe ich erstmal davon aus, dass es ihnen gefällt, was wir hier machen. Also Mining war, wie gesagt, doch durchaus erfolgreich. Aber ich werde jetzt mal hier das Eis wegschmeißen hier, weil das geht mir auf den Sack. Das brauchen wir sowieso nicht. Das ist, war eine dumme Idee. Also ich benutze das eh nicht. Also und wenn, dann finden wir es hier ohne Ende. Ohne Ende wieder. Ja, also das ist mal amtlich. So, ist hier schon was runtergefallen? Nö. Aber hier könnte man zum Beispiel auch schon mal
zwei hinbauen. Das wäre schon mal vom Vorteil. Dann muss ich da nicht immer so komisch rumlaufen. So, hier sind ja noch keine drunter, schätze ich mal. Ne, hier sind noch keine drunter, aber hier können wir mal einen drunter bauen. So, und dann legen wir hier mal noch ein paar aus. Bauen. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen Sauerstoff filtern. Dürfen natürlich nicht alles filtern, ja, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Oxide jetzt gleich zum Feuer machen. 15.000 Mol, ja, das ist okay. Oh, Batterie ist alle, sehr schön. passiert. So, jetzt wollten wir hier noch ein paar Frames auslegen, genau. Boah, ey, total verwirrt hier. So. So, gucken wir mal, was bauen wir hier noch? Hier hinten noch ein bisschen was, ja. So, und hier können wir eigentlich auch nochmal einen auslegen, genau. Dann haben wir jetzt noch einen über, den bauen wir hier runter. So, sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt Sheets. Und ja, ich habe auch immer mal den Hinweis von euch bekommen, ja, wenn ich hier in die Liste gehe, brauche ich nicht hier oben hinklicken und dann Sheets eingeben, sondern man muss einfach nur eintippen, was man haben will, wenn das Fenster aufgeht. Ja, habe ich, weiß ich, aber habe ich, das ist so drin bei mir, dass ich das immer so machen muss. Tut mir leid. So, wir haben natürlich ordentlich Saft hier verbraten. Jetzt gucken wir mal hier drin. Ah, hier sind nur ein paar Kilopascal drin, da müssen wir noch ein bisschen warten. So, hier ist unser letzter Stack Eis. Wir haben ja unseren Elektroschweißer, deswegen mache ich mir jetzt gar keine Sorgen eigentlich. Den müssten wir nur mal holen. Dazu müssten wir mal unseren Dings hier wieder anlegen. Wir können ja den eigentlich auch wieder anlegen, weil ja, das andere hier machen wir mal zu. Das brauchen wir nicht mehr. Akku ist auch noch voll. So. Schweißen wir hier mal. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Weg, ne? Wo wir ein bisschen rumrennen können, ohne dass wir mal runterfallen gleich. Nicht geschweißt, da wollte ich losrennen und wollte neue Sheets holen. Aber ich hatte noch welche. War ich gerade ein bisschen verwirrt. So, wie viele Sheets brauchen wir noch? Vier. Vier. Den schweißen wir noch nicht. Vier. Vier. Wir machen jetzt mal vier. Ja, ich weiß, die brauchen wir noch nicht tauschen, aber ich tausche sie jetzt. Den ganzen Stahl verbrennen. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay, dann wäre das hier der Bereich für den Ofen. Ich würde ja sagen, wie gesagt, der Ofen kommt dann hier in dieses Feld. Dann haben wir hier hinter Platz für die Tanks. Genau. Wir müssen ja dann hier machen wir dann die Aufbereitung. Das heißt, hier wird dann der Sauerstofftank hinkommen und hier kann ja dann der Wasserstofftank hin mit dem Crusher. Und oder wir stellen ihn hier direkt daneben und stellen hier den Crusher hin, so wie wir das eben da auch schon haben. Können wir auch machen. Und dann müssen wir bloß gucken, dass wir mit der Sauerstoffleitung hier drum rumkommen. Also hier kommen wir auf jeden Fall drum rum, das ist kein Problem.
Und die Wasserstoffleitung, da kommen wir ja auch zwischen den Tanks durch. Das geht eigentlich. Ja, sehr schön. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben hier wahrscheinlich keinen Stahl drin. Genau, haben wir nicht. Den holen wir mal raus. Da. War gerade ein bisschen verwirrt. So, wir brauchen einen Heißgastank, wir brauchen einen Kühltank, wir brauchen einen Wästank. Also brauchen wir drei Tanks. Okay. Dann gehen wir mal hier ein. Insulated. Die brauchen wir natürlich auch einiges an Zeug. Alter Scheiße, guck mal, der 30 Silizium. Ach du Scheiße. Ja, dann müssen wir das Silizium auf jeden Fall auch noch herstellen. Aber wir machen das erstmal anders. Wir können ja eh keine drei Tanks bauen. Obwohl, doch können wir. Doch, wir können drei Tanks bauen. Dann bauen wir drei Tanks. Nee, wir müssen vier Tanks bauen. Wir brauchen den Wasserstofftank ja auch noch. Eigentlich ja nicht, aber egal. Silizium ging, glaube ich, in dem ollen Ofen hier nicht, ne? Oder hat das so lange gedauert oder es ging nicht? Wie war's? Weiß es nicht mehr. Es hat, glaube ich, 5 Stunden gedauert, bis einmal Silizium durch war, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen ja 4 Tanks insgesamt. Ja. So, okay, dann ist der jetzt aber irgendwann mal leer. Dann kann ich den nämlich ausmachen, ja? Ja, der ist leer. Sehr schön. Sehr schön, haben wir hier gefiltert, 16.000, sehr schön. Der ist auch fertig, können wir also auch ausmachen, gucken wir mal hier drin. 136 Liter, sehr schön. So, unser Filter ist natürlich leer, also habe ich da oben schon gesehen, Leute, also braucht ihr keine Angst haben, habe ich gesehen. Okay, das heißt, wenn das jetzt hier unser Wasserstofftank wird, dann müssen wir den aber mal umdrehen. Wenn das unser Wasserstofftank wird, dann kommen wir da nicht mit einem Rohr lang, weil wir müssen ja hier einen Mixer bauen. Also machen wir den Wasserstofftank nach hier. Und hier soll unser Ofen hin in das Feld. Das heißt, das hier wird unser Wastegastank. Dann wird das hier unser Heißgastank. Und der vierte, den wir jetzt nicht bauen können, das wird unser Coolant-Tank. Genau, so stelle ich mir es vor. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Crusher. Den können wir nämlich schon mal bauen, in der Hoffnung, dass wir ihn bauen können. Wahrscheinlich nämlich nicht. Doch, können wir. Dann können wir nämlich den Wasserstoff schon mal filtern. Also nicht filtern, sondern schon mal crushen. Der Crusher braucht eine Eisenplatte. Ja, eine Eisenplatte, alles klar. Haben wir noch eine Eisenplatte irgendwo rumliegen? Die habe ich vorhin weggeschmissen, weil ich gesagt habe, wir brauchen keine Iron Sheets mehr, ne? War das so? Ich glaube, ja. Scheiße. So, das ist Lieutenant Crusher. Das wird dann hier unser Wasserstoff-Crusher, genau. Den brauchen wir ja nicht filtern. Das heißt, den können wir eigentlich hier so hinbauen. So. Der filtert das da rein und von hier aus können wir dann das Heißgas erzeugen mit dem Sauerstoff zusammen. Genau. So der Plan. So, jetzt brauchen wir noch einen Eisensheet. Da haben wir wieder kein Eisen. Dann müssen wir wieder hier alles irgendwo rausholen. Hier ist Eisen drin. 8,5. Ach, ey. So, der ist... Oh, das ging tatsächlich. Okay. Sehr schön. Wo brauchten wir denn das Silizium? Hier, ne? Okay, dann machen wir mal noch schnell einen Stack Eisen. Warte. Müssen aufpassen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also haben wir... Sind die alle voll? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, die sind voll. Also können wir... Schon wieder das Tablet in der Hand. Können wir ein 100er Stack Eisen machen. Alles klar. Machen wir. So. Dann machen wir eine Eisenplatte. Dann machen wir den Crusher fertig. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Rohre.
Wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Rohre, aber nicht mehr viel. Drei haben wir noch. Naja. Es war hier gerade, was hat hier gefehlt? Silizium, ja. Na, dann muss ich doch nochmal los Silizium holen. Ist geil, unsere eine Batterie leuchtet noch. Die blinkt noch, das heißt, wir haben nicht viel Energie gekriegt hier. So. Ja gut, wir haben auch ordentlich Energie rausgeschossen hier. So, das war irgendwo hier oben dann dran, genau. Das ist ja noch nicht dran, aber das wird ja dann dran sein. So, das ist dann unser Crusher. Der braucht natürlich dann noch Strom. Das kriegen wir aber hin. So, und dann haben wir hier dann später wird dann später unser Sauerstoff und unser Wasserstoff gemischt. Genau, und das wird unser Heißgastank. Das wird unser Weißgastank und dann machen wir Coolant, machen wir hier drüben. Das erzeugen wir hier dann in der Nacht. Genau, das können wir bei minus irgendwas Grad, können wir ja das dann abfiltern. Dann haben wir Coolant. Müssen wir bloß aufpassen, welches Coolant wir nehmen. Also ich wäre dafür, dass wir CO2 nehmen als Coolant, weil, ja, das funktioniert ziemlich gut. Wofür brauchten wir Eisen nochmal? Eisen brauchten wir für, achso, ja, für die Eisen, für die Iron Sheet. Genau. Brauchen wir jetzt nur einmal, aber und wir brauchen noch Kabel, glaube ich, ne? Ach nee, wir haben ja noch, wir haben ja ganz viel Kabel zurückgebaut. Wir haben ja ganz viel Kabel zurückgebaut. Das ist, brauchen wir nicht. So, jetzt brauchen wir Kabel. So. Mensch, die brauchen wir doch gleich noch, die Kabel. Ach, crazy, ey. Ich guck gerade hier, wo haben wir denn hier unseren Kabelanschluss? Da. Gut. Sonne geht unter. Wie sehen unsere Akkus aus? Nicht gut. Okay, dann machen wir ja kein Crushing mehr. Die jetzt, dann müssen wir dann gleich mal abwarten. So, okay, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ist, wir bauen uns jetzt erstmal eine Spraygun und fangen erstmal an hier zu pinseln, damit ich nachher noch weiß, was wir hier eigentlich machen wollten, weil im Moment weiß ich es noch, aber später nicht mehr. Kenn mich ja. Aber ich glaube, die Spraygun, die können wir so nicht bauen, ne? Ah, Invasilizium, na, es ist ja, ne, ne, ne. Wir nehmen mal Rot und wir nehmen mal Gelb und wir brauchen ein Anhalten. Und wir brauchen mal ein bisschen Blau. Blau ist zwar Wasser, aber Blau wird bei mir jetzt auch kühl. Kühldings. Aber ich glaube, wir haben Blau noch. Ich glaube, wir haben noch eine blaue Dings. Und wir brauchen noch eine schwarze für West. Genau. Ist klar. So. Okay. Also, das hier. Das ist unser. Warte, warte. Wo sollte ich hin? Hier soll sie hin. Dann ist das unser Heißgastank. Das hier ist unser Wasserstofftank. Das hier ist unser, ach so, weiße Farbe brauche ich noch. Weiß ist bei mir nämlich dann heute mal O2. Oder grau, wir machen es grau. Grau ist cool. Grau ist ja, glaube ich, auch im Original. Ne, grau ist Stickstoff, ne? Ich habe das, glaube ich, schon mal verkehrt gesagt. Wie es in der Industrie ist. Grün ist, glaube ich, Stickstoff, oder? Nee, grün ist CO2. Ach, ist mir egal.
Und das ist hier unser Sauerstoff. So, dann wissen wir hier, das hier ist eine Sauerstoffleitung. Und das hier ist auch eine Sauerstoffleitung. So, das ist ja nur so jetzt hier, dass wir ungefähr wissen, was das ist. So, sehr schön. Das Sauerstoff hier ist auch für Sauerstoff. Pulle ist eigentlich alle, deswegen wundert mich das. Ja. Weg. So, haben wir. Dann ist das hier unser blauer Tank, wo auch immer unsere blaue Farbe ist. Ich meine, wir hätten noch blaue gehabt, genau. Das wird unser Kühlgas hier. Okay, dann weiß ich, was hier was ist. So, dann erinnere ich mich da auch dran. Das nächste Mal. Für die nächste Folge. Weil möglicherweise, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, bis ich dann wieder spiele. Ob ich dann gleich weitermachen werde oder so, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir das jetzt mal so markiert. So. Jetzt müssen wir Elektrum schmelzen, aber vorher brauchen wir erstmal zwei Filter. So, den Rest macht der. Oh. Meine Solarzellen sind tot. Warum? Oh. Meine Solarzellenautomatik ist tot. Warum ist sie tot? Weil die hier mit dran hängt und hier ist irgendwo eine Leitung kaputt gegangen. Hier ist irgendwo eine Leitung kaputt gegangen. Also die kann es nicht sein, weil die ist, da ist ein Trafo zwischen. Da muss das eine von denen hier sein, irgendwo. Hier ist irgendwo eine Leitung kaputt gegangen. Weil meine Solarnachführung ist kaputt. Deswegen haben wir auch keine Energie in unserem Akku. Ja, ja, das ist der Grund. Das ist der Grund, Chrissy. Da musst du jetzt aber mal durch hier. Müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier kaputt geschossen haben. Boah, das kann ja gar nicht sein. Die hat Strom. Muss hier irgendwas kaputt sein? Da ist es kaputt, ich sehe es. Ach, scheiße. Deswegen haben wir keine Energie mehr. Haha. Ja, naja, dann reparieren wir das mal, würde ich sagen. Kabelchen. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so wenig Energie reinkommt. Wir wissen es jetzt warum. So, die sind jetzt stehen, ist natürlich so, dass ich da nicht hinkomme. Okay. Ja, das ist durchgefackelt. Schon drehen sie sich wieder. Power low. Okay, dann brauchen unsere Trafo, unser Dingshoshi ist auf jeden Fall ein Trafo. Nein, das ist das falsche Gerät. Kupfer und Gold.
Ja, jetzt geht uns natürlich die Energie aus. Leider. Aber es ist minus 50 Grad. Das heißt, es wird schon jetzt irgendwann dann wieder schicki werden. So. Jetzt klauen wir hier mal ein Kabel. Stellen es mal hier hin. Genau. Das braucht ja nicht viel. Ne? Hier, das braucht nicht viel. Aber das ist erstmal gut zu wissen. So, dann haben die schon mal ein Trafo. Aber eigentlich ist es ja verkehrt, weil hier müssen wir mal gucken, was hängt denn hier alles dran? Oh, hier hängt einfach zu viel dran. Ja, das ist das Problem. Das müssen wir jetzt hier gleich nochmal ändern. Wir brauchen noch ein Trafo. Eisen. Habe ich nicht Eisen gemacht? Nee, habe ich nicht. Hätte ich gemacht, wenn hätte ich und so, aber habe ich nicht. So. So. Dann muss das hier nämlich auch noch ein Trafo werden. Ach nein, warte, das geht da lang, das geht da lang. Ne, hier muss ein Trafo zwischen. Okay, so. Das bedeutet, dass das hier... Ne, warte mal, das war doof jetzt mit dem Trafo. Der ist da an der Scheißstelle. Ja, weil wir müssen das hier mit Heavies machen. Wir müssen das hier nochmal umbauen. Ja, wir verlegen das nochmal extra hier mit den Leitungen. Das mache ich nochmal. Oh, da hinten, die haben sich auch nicht gedreht. Oh. Dann ist hier noch irgendwo was kaputt. Ja, hier ist noch was kaputt. Wo ist jetzt hier meine Zange? Da ist er. Oh, sehr schön. Haben wir. Jetzt drehen sie sich wieder alle, ja? Ja, jetzt drehen sich wieder alle. Hier ist alles in Ordnung. Okay, jetzt haben sich alle wieder gedreht. So, Temperatur steigt gerade wieder, also kommt die Sonne jetzt gleich wieder. So, gut, dann müssen wir uns jetzt was überlegen. Und zwar wird so ein Eiskrascher wahrscheinlich so viel Saft saugen, dass die uns hier die Kabel durchgefackelt haben. Okay, also müssen wir uns jetzt was überlegen, wie wir das in Zukunft machen wollen. Also die Klimaanlage läuft noch. Der Filter läuft noch. Okay, also das ist erstmal gut, den Pflanzen. Oh, die sind ausgewachsen. Sehr schön. Dann müssen wir das jetzt mal auftrennen. Oder ich mache das mal ohne euch, würde ich sagen. Dass wir hier so eine kleine Trafobank hinstellen und dass wir dann ein paar Sachen so einzeln versorgen. Also ich denke mal, so ein Filter und so eine Dings müsste der ja abkönnen, der Trafo. Aber diese Leitung hier ist dann das Problem, ne? Weil diese Leitung dann, da wenn da alle Trafos dranhängen, dann fackelt die wieder durch und die geht ja hier hin, die geht hier hin und die geht hier hin und dann fackelt die hier zwischen irgendwo durch und dann ist die auch kaputt. Ja, das heißt, das ist hier eigentlich, das muss alles heavy sein und da muss ich mir jetzt erstmal einen Plan machen, wie ich das hier verdrahten will, aber das machen wir noch. Also ich mache das mal offline. Aber jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass wir wieder ein bisschen Energie in die Batterien kriegen. Ja. Naja, klar. Wir haben jetzt alles am Laufen. Und wenn wir jetzt noch den dritten da hinten in Betrieb nehmen, den Eiskrascher, dann haben wir richtig Probleme. Also ich weiß nicht, ob zwei Eiskrascher hier überhaupt funktionieren werden. Das müssten wir uns dann mal angucken. Ja, aber das werde ich jetzt dann, würde ich mal sagen, ohne euch machen.
Dazu benötige ich erstmal noch einen Locker, weil ich habe, stell fest, ich habe nicht genug Kram. Den Locker können wir aber leider nicht machen, weil wir das Eisen wieder hier drin haben. Ja, so, bing. Ich brauche jetzt noch einen Schrank. Wir haben so viel Babel, das funktioniert so nicht. So, passt der hier hin? Oh, der passt da hin. Ich werde irre geil. Ja, da kommen wir sogar noch ans Kabel ran. Das ist gut. So, jetzt muss ich nämlich hier erstmal die ganze Scheiße aus der Taschen packen, die ich hier in den Taschen habe, damit wir jetzt Platz haben, um hier die ganzen Kabel wegzuräumen und alles. Ja, okay. Ich würde sagen, ich räume hier mal auf, mache hier mal die Fußböden alles auf und sortiere mal die Kabel ein bisschen und dann... ja, das ist so ein Thema, das müssen wir leider machen. Das geht leider nicht anders. Das ist nicht schön. Oh, jetzt hätte ich fast die Scheibe rausgenommen. Sehr schön. Das ist nicht schön, aber es ist nötig. Ja, wir gucken jetzt mal hier, dass ich mal sehe, was hier wohin geht. Leider können wir die, wie in den anderen Spielständen, hier nicht einfach so hinlegen, weil, ja... Die würden uns wegfliegen beim Sturm. Aber so habe ich jetzt erstmal die Leitung hier freigelegt. Die nehme ich auch nochmal weg, damit wir wissen, was hier los ist. Und ja, das ist ja eigentlich nur da drin. Da müssen wir jetzt bloß mal ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht so weit auftrennen, dass die Chips noch ihre Geräte erreichen. Ja, also die Lampen erreichen sich ja gegenseitig. Das ist kein Problem, weil die Chips liegen direkt daneben. Das wird also nicht zu einem Problem. Die Temperaturregelung haben wir ja hardcore gemacht hier draußen. Da brauchen wir eigentlich gar keine Automation uns überlegen. Der Filter hier, der ist wichtig. Den dürfen wir nicht abtrennen von diesem Strang. Und zwar dieser Strang, der von wo kommt? Der kommt von hier. Der geht hier rüber. Den haben wir aber schon abgetrennt. Wie kann denn der jetzt eigentlich mit dem Sensor sprechen? Kann der überhaupt mit dem Sensor sprechen? Warte mal. 28,4% CO2. O2. Ja, das ist nämlich das Thema. Dieses Dings kann ja gar nicht mit dem Sensor da hinten in der Ecke sprechen, weil hier ein Trafo zwischengebaut wurde. Nicht wahr? Ich habe ja ein Trafo zwischengebaut. Das geht so nicht, weil dann kann der nämlich nicht mehr mit dem Sensor quatschen. Und deswegen brauche ich jetzt Kabel. Wo sind die denn? Und jetzt müsste der auch wieder filtern können hier. Nee, kann er nicht. Was haben wir da eingetragen? Weil jetzt kann er ja, ne, der geht jetzt hier näher. Er kann immer noch nicht mit dem Dings sprechen, weil hier der Trafo zwischen ist. Hahaha. Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Der kann nämlich mit diesem Sensor jetzt nicht sprechen. Und ich wollte den Sensor ja da hinten haben. Okay. So, jetzt kann er mit dem sprechen. Aber er ist immer noch idle. Warum? Warum ist denn der immer noch idle? Das kann doch nicht sein. Wir haben gesagt 30% Sauerstoff. Ich glaube, wir haben gesagt 30% Sauerstoff, ne? Genau. Okay, also hier muss ich mir jetzt erstmal noch einen Kopf machen, dass ich hier die Kabeleien ordentlich hinkriege. Ich würde ja sagen, wir belassen alles so, wie es ist. Wir werden aber hier diese Leitung auftrennen und werden die über einen Trafo ziehen. Wir werden diese hier über einen Trafo ziehen. Genau. Ich denke, das ist die beste Lösung, dass wir da ein bisschen mehr Sicherheit dann haben. Und dazu könnten wir die Trafos ja hier schon mal festlegen. Der eine ist da,
Der andere müsste jetzt eigentlich hier hin, aber hier kommt er jetzt nicht hin. Kommt der da hin und dann brauchen wir noch einen dritten. Also der kriegt auf jeden Fall seinen eigenen hier mit den Ladegeräten. Der kriegt eine eigene Zuleitung. Da hinten der ganze Scheiß kriegt eine eigene Zuleitung, aber da haben wir das Problem, dass wir das mit dieser Leitung hier zusammenkoppeln müssen. Das würde ich sogar vielleicht hier direkt so machen, damit der damit mit denen sprechen kann. Genau, so machen wir es. Jetzt klauen uns mal jetzt hier die Leitung. So, damit kann der jetzt wieder mit dem Sensor sprechen. Der ist ja hier irgendwo da drinnen. Schätze ich mal. Wir müssen das jetzt nochmal prüfen. Ich muss da drin auch nochmal die Bleche hochmachen. Muss da drin auch nochmal reingucken. Müssen sowieso was trinken. So, wir kicksen mal, wie es unserem Pflänzchen geht. Oh ja, guck mal. Wir machen auf jeden Fall schon Sojabohnen. Die hat schon Saatgut gemacht hier. Sehr schön. Die nicht. Die wachsen noch. Okay, dann haben wir schon Sojabohnen, Saatgut. Haben wir schon drei inzwischen. Einmal Potato Seed. Einmal Potato Seed. Okay. Haben wir auch. So. Thriving Sorward Seeding. Ja, die machen. Ja, die werden auch Seeding machen dann irgendwann. Also Saatgut. Genau, ich wollte hier gucken. Genau, hier hängt der Kack-Sensor. Es macht natürlich Sinn. Ach, ja, 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 ja. Ja, 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 hängt die Tür noch mit dran. Okay. Ja, 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 das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ach, gucke. Haben wir schon eine leere Büchse wieder. Sehr schön. Genug Pommes gegessen. So. Ja, also im Allgemeinen ist klar, was hier los zu sein hat. Ich muss die Kabel überprüfen und muss hier endlich mal anfangen, mit meinen Trafos hier zu arbeiten. Das ist, das ist immer so ein Thema. Das ist, ich kann das immer nicht. Ja, ja. Macht da immer Scheiße. Aber unsere Solarzellen gucken alle Richtung Sonne und wir sehen auch, dass unsere Akkus haben auch wieder Energie. Also es ist alles gut. So. Okay, also, das ist ja unsere Leitung, die zur Solarzelle geht. Die hängen wir mit an unsere Geräte hier, aber wir trennen hier auf. Ja? Oh. Dann haben wir, na ja, obwohl, dann haben wir den ganzen Scheiß hier hinten, aber der ist ja, den haben wir ja so betrieben bisher. Das wird eine Leitung, aber der hier kriegt eine eigene. Genau, dann kommt hier nämlich noch ein dritter Trafo zwischen. Und das können wir ja schon mal vorbereiten. Wenn wir jetzt noch Material hätten, ja, haben wir. Es geht ja nur darum, dass der das jetzt hier so ab kann. Genau. So, den machen wir mal weg hier. Das haben wir. Den können wir ja abtrennen hier. Der ist ja, hier ist ja nichts dran. So, das wird aber dann der hier. Da haben wir dann hier auch unsere 5000 Watt, ne? Die können wir ja dann ziehen. Das ist ja kein Problem. So, da der ja gerade keine Energie braucht. Mit 5000 Watt müssen die beiden eigentlich klarkommen hier. Das müsste gehen. So, dann können wir den ja mal benennen. Das wäre dann... Ach so, nee, das will ich ja gar nicht so machen. Aber obwohl, so haben wir es ja betrieben bisher. Genau, das heißt aber, das geht so nicht, weil ich komme hier mit dem Kabel nicht raus. Ich mal kurz überlegen. Naja, im Prinzip lief dieser ganze Scheiß ja, bis wir hier den Mist gebaut haben. Ja, also beide liefen zusammen irgendwie nicht.
Wenn da hinten noch gefiltert wurde oder so, gab es Probleme. Das bedeutet, wir müssen eigentlich hier auftrennen. Wir müssen den hier irgendwie auftrennen. Und... lege gerade. Ich überlege mir das. Folge ist eh vorbei. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss, euer Chris.